Okay, heute möchte ich über Outfitformen sprechen und wieso sie funktionieren. Das Problem ist ja manchmal, dass wir nicht wissen, was wir anziehen sollen, weil wir zu viel Auswahl haben oder zu wenig Auswahl oder die Kleidungsstücke, die wir im Schrank haben, nicht wissen, wie wir sie am besten kombinieren sollen, vor allem für den Zweck oder für das Wetter, was wir aktuell haben. Und deshalb dachte ich, wäre diese Übung, Outfit-Formeln einzuführen, eine recht schöne Übung, weil sie sehr, sehr nah verknüpft ist an die Capsule Wardrobe und das Prinzip des Outfits wiederholt. Ich zeige euch heute also mehrere Outfit-Formeln, die ihr zu Hause ganz leicht nachstylen könnt. Ihr könnt auch andere Kleidungsstücke verwenden. Ihr braucht nicht immer eine Seidenbluse oder irgendein Cardigan. Ihr könnt einfach diese sehr simple Formel anwenden mit dem, was ihr schon habt. Und die erste Outfit-Formel, die ich mit euch gerne durchgehen möchte, ist die Schwarz-Beige-Kombination. Das ist eine sehr klassische, aber auch sehr moderne Kombi. Ich habe hier dazu meine schwarze Jeans, die nicht tiefschwarz ist. Sie hat so einen leichten Grauschleier. Sie ist ein bisschen verwaschen. Und dazu diesen beigen Pullover, der jetzt immer noch sehr relevant ist für diese Jahreszeit. Das probieren wir gleich mal an. Also diese Schwarz-Beige-Kombination, hier auch noch mit so einem Creme-Weiß kombiniert, ist ein bisschen in der ähnlichen Farbfamilie, wie ich finde. Ist eine sehr beruhigte Kombination und vor allem auch so neutral, dass es wirklich zu allen möglichen Anlässen angezogen werden kann. Es geht irgendwie immer, wenn man irgendwie unsicher ist, was man heute anziehen möchte, gerade jetzt so im Winter, wenn es jetzt noch ein bisschen kühlere Temperaturen hat, dann ist auch so eine Kombination sehr, sehr klassisch. Bei der Jeans finde ich es richtig klasse, wenn man es schafft, eine Beinlänge auszuwählen, die etwas kürzer ist, sodass man tatsächlich saubere Saumabschlüsse hat. Das ist also eine Farbpalette, die man kreuz und quer kombinieren kann. Gerne auch mal mit einer Bluse oder anderen beigen Kleidungsstücken. Holt euch einfach, wenn ihr Lust habt, alle beigen Sachen aus dem Kleiderschrank raus, die ihr habt und alle schwarzen Kleidungsstücke, also Unterteile oder Oberteile, je nachdem. Und dann einfach gucken, was euch inspiriert und welche Kombination ihr vielleicht neu für euch findet. Dann ist die nächste Outfit-Formel eine mit einer Straight-Leg-Jeans. Eigentlich eine, die ich jetzt auch schon anhabe. Ich habe hier nur eine andere Farboption rausgeholt. Und dann ein Tanktop in Weiß beispielsweise. Also auf jeden Fall ein schönes Rip-Shirt. Und dazu dann entweder eine Bluse oder eine Strickjacke. Das ist eine Kombination, die funktioniert durch die Bank weg wirklich immer. Und die möchte ich jetzt mal anziehen. Also das wäre die allererste Option in dieser Outfit-Formel. Wie gesagt, Straight-Leg-Jeans, Rip-Shirt in Weiß und dann eine Bluse oder eine Strickjacke oben drüber getragen. Je nachdem, was für eine Wetterlage man hat und wonach einem tatsächlich ist. Dadurch, dass ich mich hier heute für die Seide entschieden habe, lehnt das Outfit so ein bisschen auf der schickeren Seite, weil Seide durch den Glanz und durch eben die Beschaffenheit etwas feiner ist und tatsächlich etwas schicker wirkt. Ich habe jetzt hier noch ein braunes Element hinzugefügt, nämlich die Handtasche. Die taucht jetzt von der Farbe her das erste Mal im Outfit auf, also ich habe hier keine Farbwiederholung. Ich finde aber dadurch, dass sie so casual aussieht, erdet sie das gesamte Outfit einmal komplett. Durch die Seide wirkt es ein bisschen schicker, aber die braune Tasche, dieser Braunton, dieses etwas wärmere, das erdet das Ganze wieder so ein bisschen. Und ich finde, diese Kombination eignet sich ganz hervorragend für den Alltag, wenn man irgendwie einfach sein alltägliches Leben lebt und einfach so eine Spur Raffinesse reinbringen möchte. Ich zeige euch jetzt auch die zweite Option, die ich auch sehr, sehr gerne mag, für die etwas wärmeren, also für die etwas kälteren Tage, wenn man es ein bisschen wärmer haben möchte. Einfach einen Cardigan oder eine Art Strickjacke drüber zu werfen und schon hat man es kuschelig warm. Ach, ich finde das so schön. Die Hauptsache bei dieser Outfit-Formel ist es, dass wir hier die oberste Schicht offen tragen, denn alles, was man so überwirft und offen trägt, wirkt ein bisschen entspannter und einfach ein bisschen lässiger. Hier passt der Braunton jetzt nicht mehr so exakt dazu, aber das muss er auch nicht. Man muss nicht immer exakt die Farbtöne treffen. Die Hauptsache ist, man hat eine harmonische Farbfamilie innerhalb eines Outfits, wenn einem danach ist, dass das passt. Und hier haben wir die warmen Brauntöne, die wirklich das gesamte Outfit jetzt von schick Richtung ein bisschen geerdeter, ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr für den normalen Alltag geeignet. Die nächste Style-Formel ist eine Skinny Jeans und ein lockeres Oberteil. Bei einer Skinny Jeans finde ich, gerade weil sie so eng anliegt und die Figur auch sehr schön in Szene setzen kann, eignet sich ein lockeres Oberteil für obenrum recht schön, weil man dadurch eine schöne Outfit-Balance schafft und nicht nur komplett super, super Bodycon-eng gekleidet ist.
Ich möchte mich beim Sponsor des nächsten Abschnitts bedanken, nämlich Armed Angels, und ich möchte euch zwei Jeans-Schnitte vorstellen heute. Zum einen die Skinny Jeans, das ist die Inga X Stretch. Ich trage sie hier in der Größe 28-30, also eine Nummer kleiner als gewohnt. Der Name sagt es schon, diese Jeans ist so stretchy, dass man fast vergisst, dass es eine Jeans ist und dass man jetzt im Laufe des Tages eine trägt. Und was die Outfit-Formel angeht, die ich heute interpretiert habe, so habe ich meinen Kaschmir-Pullover dazu kombiniert. Das ist dieser Pullover hier und der ist so dünn, dass ich finde, dass man ihn locker auch in die Hose reinstecken kann, ohne dass sich zu viel sammelt in der Hose. Und dazu habe ich diesmal tatsächlich einen schwarzen Gürtel kombiniert. Einen, der in der gleichen Farbe ist wie oder eine ähnliche Farbe hat wie die Hose. Beides dunkel, beides schwarz. Einfach nochmal, um ein bisschen mehr die Taille zur Geltung zu bringen. Und dann dazu auch noch kleine, leichte Absatzschuhe, auch wieder hier in schwarz, um einfach die Beine auf diese Weise noch ein bisschen mehr zu verlängern. Alle Jeans bei Armed Angels sind ohne gefährliche Chemikalien hergestellt und das spürt und riecht man auch. Und sie bestehen auch aus Biobaumwolle und recycelter Baumwolle, also eine absolute Kaufempfehlung. Die zweite Interpretation dieser Outfit-Formel ist für mich dieser Oversize-Pullover, der wirklich bis unter die Hüfte geht, plus die feinen Schnüre. Das ist, glaube ich, auch etwas mehr für die Fashion-Liebhaber, die bereit sind, eine sehr warme Schicht mit etwas kühleren Schuhen zu kombinieren. Das ist also meine zweite Interpretation dieser Outfit-Formel und ich finde, dass sie auch funktioniert, weil wir immer noch eine gewisse Outfit-Balance beibehalten, eng und weit, ein bisschen ausgeglichener. Nächster Style ist die Liani Stretch und das ist offiziell meine Lieblingsjeans geworden. Sie ist High-Rise, was ich bei meiner Jeans wirklich bevorzuge, dadurch, dass sie ein bisschen mehr Taille zeigt und man einfach eine etwas weiblichere Figur darin hat. Sie hat dabei ein gerade geschnittenes Bein, also sie ist nicht skinny, obwohl sie liegt ja auch durchaus um die Hüfte und um den Po auch eng an, am Teil des Beins auch, aber so ein bisschen so Richtung Knie und Richtung Knöchel, Fußknöchel, ist sie ein bisschen weiter geschnitten. Man hat so ein kleines bisschen mehr Luft. Die Stilformel, die ich für dieses Outfit angewendet habe, ist die mittelblaue Jeans und das Streifenshirt. Und das ist die französische Kombination, beziehungsweise ist es so das, woran ich das als allererstes denke. Mein Gürtel hat eine goldene Schnalle, also keine tiefgoldene Schnalle, aber sowas mehr so in die Richtung. Die Rattantasche hat einen anderen Farbton, meine Schuhe haben eine beige Farbe. Und auch hier müssen die Farben nicht exakt aufeinander abgestimmt sein und ich finde, das ist auch der Schlüssel bei Outfit-Wiederholungen in der Capsule Wardrobe oder wenn man so eine Stilformel irgendwie anwendet, dass man mit dem arbeitet, was man so hat und einfach schaut, ist man mit der Kombination grundsätzlich glücklich oder nicht. Und in der nächsten Interpretation habe ich das Streifenshirt beibehalten. Ich habe hier bloß eine ärmellose Variante ausgewählt. Allerdings bin ich hier ein bisschen in dem Winter oder in den kälteren Tagen geblieben. Ich habe ein Tencel-Shirt für drunter kombiniert und dann einen sehr, sehr schicken Wollmantel. Und dazu dann wieder die etwas wärmeren Boots und schon haben wir eine Kombination oder für mich die Kombination für den Übergang. Wer Interesse an einer Detox-Denim hat, der kann mit dem Code DASWEISSEREH15 15% Rabatt kriegen. Ich werde, wie gesagt, alle Teile unten in der Infobox verlinken und ich möchte mich bei Armed Angels bedanken, aber auch bei euch, liebe Zuschauer. Die nächste Style-Formel ist die beige Stoffhose und ein schmal geschnittenes Oberteil. Beispielsweise so eine Art beige Stoffhose. Es kann aber auch eine sehr weit geschnittene Stoffhose sein und dazu ein schmal geschnittenes Oberteil. Und ich habe hier tatsächlich ein schwarzes T-Shirt rausgeholt. Ich musste hier diese Style-Formel tatsächlich auch ein bisschen länger in meiner eigenen Garderobe wühlen und gucken. Und lasst mich eins sagen, ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr auch einige Stilerkenntnisse für mich auch mitgenommen. Ich lerne auch immer noch so, so viel dazu, was meine eigene Garderobe angeht und was so die Schnittkombinationen angeht. Beispielsweise finde ich nämlich, dass ich zu einer weiten Stoffhose oder auch eine, die so ein bisschen schmaler zuläuft, ein Oberteil bevorzuge, das so richtig schön in der Mitte liegt, was so weit und eng angeht. Und zwar nichts super enges wie jetzt dieses Tencel-Shirt, aber auch nichts, was allzu weit ist. Also so ein normal geschnittenes T-Shirt, das ist das Optimale eigentlich. Ich habe mich auch selbst herausgefordert, hier einfach mal schwarz einzusetzen, weil das eine Farbe ist, die ich normalerweise so gut wie nie trage, außer jetzt im Winter in meinen Jacken und so weiter. Aber schwarz sollte es für mich diesmal sein, weil es echt eine Herausforderung war. Was so die Accessoires angeht, habe ich hierzu einen schwarzen Gürtel kombiniert. Den kann man auch weglassen, das ist einfach so eine Präferenzsache. Dann die weißen, crispy weißen Schuhe, also nichts Beiges, sondern wirklich das Weiße, weil das ein bisschen schicker ist und dazu eben dann einfach eine schwarze Handtasche.
Also mit dieser etwas schmaler zulaufenden Hose, Stoffhose, wirkt diese Kombination, finde ich, etwas schicker, aber auch so ein bisschen formeller. Und wer hat, der kann hierzu auch sehr gerne einen Oversized Blazer kombinieren. Am besten auch etwas mit in dieser Farbskala, irgendwas schwarz, also jetzt in dem Fall etwas Schwarzes, etwas Beiges, vielleicht ein bisschen was Weißes in diese Richtung. Einfach weil ein Blazer als solcher auch, egal ob er eng anliegend ist oder ein bisschen breiter geschnitten ist, immer aus der Herrenmode kommt, ein bisschen Maskulinität mitbringt. Und ich finde gerade auch ein Revers-Kragen, das ist so das maskuline Element, finde ich, was zu so einer Stoffhose ganz besonders gut passt. Ich ziehe jetzt aber auch die etwas weitere Stoffhose an. Das ist ja also die Kombi mit der etwas weiteren Hose, die auch aber einen ziemlich lockeren Fall hat. Das ist eine, die ist mir ein kleines bisschen zu groß geworden und das ist, finde ich, jetzt aktuell gerade das Schöne an ihr, weil ich so ein bisschen verloren in ihr aussehe, aber der Stoff immer noch sehr locker und leicht fällt. Also wäre der Stoff steif, würde das Ganze ganz anders wirken, aber weil er locker fällt, kriegt das Ganze etwas sehr, sehr Modisches und einfach schon fast Kreatives, finde ich. Also definitiv maskulin immer noch. Die Einflüsse spüre ich immer noch. Und ich habe übrigens diesmal diese weiße Tasche dazu kombiniert, weil sie für mich so feminin ist. Fast schon rein feminin, weil sehr viele Rundungen, sehr weich geschnitten, einfach sehr rund insgesamt. Ja, und diese Weichheit, die transportiert diese Tasche sehr. Und ich finde, das ist ein ziemlich großer Kontrast hierzu. Und das spielt deshalb so gut zusammen. Ich habe früher diese Hose oft im Sommer hochgekrempelt, einfach weil sie sehr weit und sehr lang ist. Aber ich finde tatsächlich, das Maskuline an so einer Hose ist ja, dass sie ein kleines bisschen auf dem Schuh aufliegt, also bei der klassischen Herrenmode, und man diesen einen schönen Knick hat. Und das kommt jetzt hier zwar nicht perfekt rüber, aber man hat diese Vibes, die spürt man immer noch und das finde ich so schön an ihr. Ich glaube, diesen Sommer würde ich sie tatsächlich in der vollen Länge tragen, auch mit geschlossenen Schuhen. Die nächste Outfit-Formel ist die Original Trucker Jeansjacke mit einer Mid-Rise-Hose mit geradem Bein. Also eine klassische Jeansjacke und eine Mid-Rise-Jeans dazu. Das ist eine Kombination, die ich neu entdeckt habe für mich. Und es gibt ja eine Stylistin hier auf YouTube, mehrere Leute, aber eine Stylistin, die ich sehr, sehr gerne habe, das ist die Alison Bornstein. Und sie hat ja so inspirierenden Content auf TikTok und auch auf YouTube. Ich verlinke ihren YouTube unten in der Infobox. Da findet ihr sicherlich sehr viele spannende Informationen. Und eines ihrer Konzepte, nämlich die drei Style Words, die habe ich ja schon in meinem letzten Video thematisiert. Das verlinke ich euch auch hier oben, falls ihr das sehen möchtet. Und eines ihrer Konzepte, das habe ich für dieses Video heute auch ausprobiert, nämlich Love But How. Also man liebt ein Kleidungsstück, fragt sich aber, wie soll ich es stylen? Vielleicht tut man es hier so ein bisschen schwer, bestimmte Sachen dazu zu stylen. Und für mich war das tatsächlich die Original Trucker Jeansjacke in dieser Form. Ich habe mich wirklich gefragt, wie kann ich sie stylen, ohne dass sie für mich langweilig wirkt. Ich habe sie oft getragen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich diese Jacke nie getragen habe und Probleme hatte, sie in meinen Alltag zu integrieren. So ist es nicht. Aber es war halt oft langweilig, nicht besonders modisch. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich es so stylen, dass es für mich wieder ein bisschen spannender wird. Und das ist tatsächlich die Neuentdeckung überhaupt für mich, weil ich ja so ein Liebhaber von High-Rise-Jeans bin, dass so ein klassisch casual Schnitt, der ja auch durchaus ein bisschen geradliniger ist. Und diese Jacke gibt es ja auch als Oversized, wo man das Gefühl hat, man hat eine Boyfriend-Jacke an. Also das ist auch toll, würde damit auch funktionieren. Aber diese klassische, die einfach so ein bisschen knappig sitzt, ne? Die mit einer Mid-Rise oder Low-Rise-Jeans tatsächlich, ne? Je nachdem, was ihr so in eurem Schrank habt und worauf ihr jetzt vielleicht Lust hättet. Aber ich finde, dass gerade die Linienführung einer gerade geschnittenen Hose, die Mid-Rise ist, also nicht so feminin, nicht so Taille zeigen, ne? Sondern so ein bisschen geradliniger, zu so einem Stiljacke am besten passt. Oft taucht auch in dieser Art Mode irgendeine Art Dreieckstuch auf. Ich habe ja meine Seidentücher, also habe ich die verwendet. Guckt einfach, ob ihr irgendeine Art Tuch habt, was ihr zu einem Dreieck falten könnt, um einfach diesen so ein bisschen Cowboy angelehnten Style auszuleben. Ich habe es jetzt hier nicht als Dreiecke gefaltet, weil ich es einfach so
lieber habe, aber funktioniert für mich trotzdem noch. Und mich funktioniert diese Kombination jetzt sowohl im Übergang als auch tatsächlich im Sommer mit einem T-Shirt drunter, was vielleicht nicht ganz so einen harten Weißton hat, vielleicht was Beiges oder irgendwie was Farbiges vielleicht tatsächlich. Hier in dieser Kombination finde ich gerade das braune Seidentuch sehr passend, weil es das Ganze erdet und es ein bisschen auch auftaucht im Oberteil. Ich habe dazu tatsächlich auch nicht die weißen Sneaker kombiniert, die ich normalerweise immer kombiniere, weil sie einfach sehr, sehr schick wirken, sondern diesmal meine beigen Trainer, weil sie tatsächlich etwas zurückgelehnter sind und mit diesem Vibe des Outfits besser mitgehen. Ich finde, es lohnt sich absolut, seinen Modemuskel hin und wieder mit solchen Übungen zu trainieren und Outfit-Formeln anzuwenden auf das, was man schon hat. So schafft man es, sich in seine Garderobe neu zu verlieben, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man nichts anzuziehen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat und die Machart vielleicht auch, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare und lasst mir ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!